100件陕西德国厨房第二期，近期又是一期英式头皮上，我们要推广一款360度全死角的美食啊！柠檬刷上，来自河南的胡辣汤啊，5小时煲汤的熬制，90分钟纯手工面筋，还有12种德国人未知的食材，敬请让德国人受一些河南的包容。接下来，掌声有请下面的胡辣汤领汤人。今天35度的天，这么热。你给他们吃胡辣汤，我觉得德国人一定忍不了。我很担心今天挑战是否能够完成，小心挨打哟。面筋才是胡辣汤的灵魂。你已经摸到了胡辣汤的皮了。德国人口味一般比较重嘛，德国人喜欢你，我觉得可以了。好，斩不斩？看起来已经非常好了，我们可以开业了。你受得了吗？一点问题都没有。接下来我们看看你的同胞怎么表现。现在开始。Habt ihr? Wir haben eine Spezialität aus China. Ja, das ist überhaupt nicht so. Wir haben eine Spezialität aus China. Hula-Tang. Mit Pfeffersuppe. Für mich wäre das so genug, weil ich hab's eben eigentlich gegessen. War das schon mal in China? Ja. In Shenzhen war ich. In Hongkong. Hähnern habe ich vergessen, was es ist. Ich schau mal auf der Karte. Aber kein Schweinefleisch. Schmeckt vielleicht mega lecker und du willst nicht mehr aufhören. Okay. Ja, lecker. Oh. Bei 35 Grad eine Suppe ist auch interessant. Ich kenne nichts. Du probierst auch? Ich habe schon gefragt, ob sie natural kochen. Sagt er ja, alles Natur. Da sind wir am Start. Ich glaube, es schreckt etwas ab. Wir sind ja alles mal vorbeigelaufen. Die Farbe ist irgendwie nichts für so Deutschland, glaube ich. Richtig gut. Das ist lecker, der Pfeffer kommt voll durch. Nicht allzu aufdringlich. Spürst du die Hitze von innen? Nee, von außen viel mehr. Also ich esse recht scharf. Was hat das alles? Dürfen wir wissen? Ja, geheime Rezept. Also etwas scharf, das ist von Tofu-Haut, oder? Der Geschmack ist super. Wie findest du das Fleisch? Ist sehr lecker. Ist wirklich Rind. Überraschung. Guck mal, Lu, für dich ist das, glaube ich, nichts. Du willst auch probieren? Relativ mild, aber habt ihr es absichtlich so gemacht? Und ist nicht ein bisschen scharf vielleicht? Nee. Probier mal. Schmeckt mir aber sehr gut. Scharf. Würdest du vielleicht noch abrunden für mich? Wenn es ein bisschen schärfer wäre? Mhm, tatsächlich. Limonswasser. Limonswasser. Wenn ich sie ehrlich bin, aber es ist recht lecker. Wir haben heute auch einen original Hirnan Investor hier, weil eigentlich testen wir für ihn das Essen. Er überlegt, hier ein Restaurant zu kaufen. Sie wollen für diesen Hula-Tang bezahlen. Und das ist eine sehr gute Chance. Ich sage Jotiao. Genau, das muss man, glaube ich, machen. Und dann wäre es so wahrscheinlich, also 8 Euro fände ich okay. 我终于可以辞职下海了，就是做开饭店了，实现我一直以来推广河南文化的梦想。Also sehr leckere Suppe, die Konsistenz ist recht sämig, finde ich auch richtig arg lecker. Harmoniert, die Atmosphäre auch. Also ich habe alles aufgegessen, es hat mir sehr gut geschmeckt. Aber schon scharf, am Ende wird scharf. 今天采访的路人应该都是喜欢喝汤的，那么这些爱汤达人到底能不能让胡辣汤在德国厨房占领一席之地？Es hat eine Farbe. Die Farbe ist sehr schlammig. Man erkennt auch nicht so genau, was es ist. Ich finde, Suppen sind meistens immer nicht so, die sehen nicht gut aus, aber meistens schmecken sie einfach richtig gut. Ja. Der Geruch ist sehr duftend, als vorhin der Deckel aufging. Aber halt nicht so wow. Ja, ja, ich gebe mal so 7. Ja, gut. Okay, ja, das ist gut. Geschmack. Der Geschmack war richtig gut. Das war echt richtig nice. Konsistenz komisch bis angenehm. Ich finde es super. Schon komisch. Diese Nudeln waren so ein bisschen steinig. Also irgendwie, wenn es das hier an der Straße geben würde, würdest du das denn kaufen? Es hat eine echte Chance. Ich finde es lecker und ich würde das öfter essen. Die Suppen sind ja schon eher so im Herbst. Ja, ab Oktober bis März gut, danach auf gar keinen Fall. Weil es auch so viele fremde Sachen hat und auch scharf ist und wir sind in Deutschland, das kann man nicht vergessen, weißt du? Wettbewerber? Keine, auf jeden Fall. Ich hätte eher irgendwie einen Namen gedacht. Keine Ahnung, Mann.
Ist alles in einen Topf und am Ende Stärke rein. Kann ich mir vorstellen, dass das das auch gut ist. A few moments later. Okay, Nachdruckschwierigkeit. Das Ding ist übel schwer, ich weiß es. Die Zuschauer haben für so einen gefüllten Teller haben sie 6 Euro veranschlagt. Für so einen kleinen Teller. Das ist aber super teuer. Ja, das muss die Portion muss halt größer sein. Wäre sehr günstig. Also für 6 Euro kriegst du eigentlich gar nichts. Für 6 Euro kriegst du eine schlechte Curry mit und ohne Pommes. Ja, also. 今天就是天气实在太热了，所以真的很难喝呢。把胡辣汤推销出去，但是很多的人都觉得很爽啊，还配着啤酒、葡萄酒、喝辣。而且有客人也给我建议，让我们从中季节开个汤店，一定能卖好价钱。接下来轮到陕西省，代表了，快点给我们你最想安排的陕西菜代表。 四川、四川、丹麦、湖南。